Die erste Partie am fünften Spieltag, Simon Gossi gegen Joao Geraldo beim Match zwischen Ochsenhausen gegen den ASV Grünwettersbach. Ein Spiel eigentlich auch Ochsenhausen gegen das Liebherr Masters College, denn da trainieren die Spieler aus Grünwettersbach. Heißt natürlich auch, alle am Match Beteiligten kennen sich bestens aus dem Training. Das macht er sich auch bemerkbar. Es gab oft schöne Ballwechsel, zwischendurch aber auch viele so ganz kurze Dinger, wo man richtig merkt, da platziert der einen den anderen mal aus. In diesem Match jedenfalls, in diesem ersten Einzel, war es ganz, ganz knapp. 2:2 und dann die Entscheidung im fünften Satz mit 11:9 für Simon Gossi, der damit zur Führung für Ochsenhausen besorgt. Danach Liam Pitchford gegen Samuel Walker. Das war dann schon eher eine klare Angelegenheit. 3:0 gewinnt Liam Pitchford und bringt die Hausherren mit 2:0 in Führung. Und dann gab es noch das dritte Einzel, Jakob Diaz gegen Alvaro Robles. Und auch das letztlich doch eine konzentrierte Leistung von Jakob Diaz, der hier 4 Matchbälle im vierten Satz hatte und dann auch gleich den ersten nutzen sollte. Durch den Fehler hier von Robles, der diesen Flip ins Netz setzt. Also 3:0, klarer Erfolg für Ochsenhausen gegen den Aufsteiger vom ASV Grünwettersbach. Grenzau gegen Fulda, es wurde ein 4-Stunden-Krimi, deshalb haben Sie bitte Verständnis, die 4 Stunden passen nicht gut in 2 Minuten rein. Wir steigen ein beim Stand von 2:0, dass gerade hier der Punkt zum 2:0 für Grenzau durch Masaki Yoshida. Andrei Gacina hatte schon das erste Einzel gewonnen, dann aber der Anschluss durch Jonathan Groth gegen Liang Shu, also nur noch 2:1 aus Sicht von Grenzau. Andrei Gacina gegen Wang Shi und hier packt der Abwehrmann seine Vorhandpeitsche aus. Gucken Sie mal hier, der Aufschlag gut gelesen und dann direkt die Linie entlang gezogen. Und dann der große Jubel. 2:2. Es musste das letzte Einzel entscheiden. Masaki Yoshida gegen Ruben Filus und es wurde ein richtig, richtig tolles Spiel. Ballwechsel vom Feinsten hier und am Ende macht Yoshida den Fehler, zieht hier rechts am Tisch vorbei und behalten Sie sich diese Szene mal in Erinnerung. Sowas Ähnliches kriegen wir gleich nochmal zu sehen. Dann 5 Matchbälle im fünften Satz für Ruben Filus. Und dann hatten sich die beiden Spieler das Beste für den Schluss aufgehoben. Das i-Tüpfelchen auf dieses 4-Stunden-Spiel, der mit Abstand beste Ballwechsel des Matches. Ruben Filus wie eine Gummiwand hinten, bringt alles zurück und dann zieht Yoshida den Ball daneben und deshalb jetzt natürlich ausrasten bei den Fulda-Fans, denn die Osthessen gewinnen mit 3:2 einen echten Krimi im Westerwald. Werder Bremen wollte einen Schritt aus der Krise machen mit einem Sieg beim Post-SV Mühlhausen. Da hatten die Thüringer aber erstmal was dagegen. Das erste Einzel gewinnt nämlich Ovidiu Ionescu gegen Kirill Skatschkov. Danach die beiden Freunde gegeneinander, waren ja zusammen schon mehrmals deutscher Meister im Doppel. Bastian Steger und Lars Hielscher kennen sich also bestens. In diesem Fall behält Steger die Oberhand, weil Lars Hielscher den Matchball gegen sich an die Netzkante schlägt und dann der Ball ins Aus geht. Das dritte Einzel dann, also nach der Pause sind wir jetzt. Bohumil Wosicki gegen Konstantin Ciotti, auch das ein enges Ding. Ciotti führt hier mit 2 Sätzen, 2:0. Aber trotzdem, jeder Satz hart umkämpft. Und Wosicki nochmal mit voller Konzentration versucht hier nochmal den Ausgleich herzustellen, klappt aber nicht. 2:1. Jetzt die Führung für Werder Bremen durch den Punkt von Konstantin Ciotti. Ja, und dann das beste Spiel des Tages. Ovidiu Ionescu gegen Bastian Steger. Immer wieder tolle Ballwechsel von beiden.
Und Sie sehen schon an der Faust von Bastian Steger, der Druck vor diesem Spiel war groß. Nach dem doch ziemlich holprigen Saisonstart für die Norddeutschen. Steger im dritten Satz mit 2 Matchbällen. Und was für ein Punktgewinn zum 3:1-Sieg. Bastian Steger hier mit der Hand auf dem Boden, gucken Sie mal. Bringt das Ding zurück auf der anderen Seite Ionescu, auch mit toller Gegenwehr, mit tollem Spiel, aber am Ende gewinnt dann Werder Bremen. Steffen Mengel traf auf Cedric Neutink beim Spiel zwischen dem TTC Schwalbeberg Neustadt und dem TTC Hagen und die beiden legten gleich mal richtig gut los. Schöner Ballwechsel hier mit dem besseren Ende für Cedric Neutink, weil hier Steffen Mengel eben dann in die Bedrängnis gerät und den Frontospin, mit dem er da wieder raus will aus dieser Bedrängnis, ins Netz schlägt. Trotzdem Mengel mit dem besseren Spiel an diesem Tag und dem Matchgewinn. 3:1 sein Erfolg und damit die Führung für die Gastgeber. Das sollte allerdings nicht lange so bleiben, denn Anton Kellberg lieferte ein gutes Spiel ab gegen Benedikt Duda, schaffte dann wiederum den Ausgleich für den TTC Hagen. Nach der Pause hieß es dann Ricardo Walter gegen Borna Kovac und da hat Walter ein ganz schön ordentliches Quäntchen Glück an dieser Stelle, dass er hier den Matchball bekommt, denn der Ball rollt noch über die Netzkante. Trotzdem, klar, die Führung ist deutlich im vierten Satz. 10:3, 7 Matchbälle und das klappt dann auch für Ricardo Walter. Der verwandelt hier gleich den ersten. In der Wiederholung sehen wir es nochmal. Da hat er sich gut bewegt. Die Vorhand parallel über den Tisch gezogen und das bringt dann den Erfolg. Letztlich war es an Steffen Mengel, hier den Deckel drauf zu machen gegen Anton Kellberg mit einem klaren 3:0-Sieg. Und damit bleibt Berg-Neustadt weiterhin in der Erfolgsspur durch dieses 3:1 gegen den TTC Hagen. Das Spitzenspiel am 5. Spieltag. Der Rekordmeister Borussia Düsseldorf hatte den Tabellenführer aus Saarbrücken zu Gast. Es wurde ein tolles Spiel, auch wenn beide Mannschaften stark dezimiert an die Platte gingen, denn auf Seiten von Düsseldorf fehlten Timo Boll und Panagiotis Kionis aufgrund von Verletzungen. Ja, und auf der anderen Seite fehlte auch der Spitzenspieler Thiago Apollonia. Trotzdem wurde es ein hochklassiges Match und das hier die 1:0-Führung durch Patrick Franziska für Borussia Düsseldorf. Danach glich dann Bojan Tokic aus, 1:1 der Spielstand. Nach der Pause zeigte dann Danny Heister, der Spielertrainer von Borussia Düsseldorf, dass er es immer noch drauf hat gegen den Ersatzmann auf Seiten von Saarbrücken, gegen Leonardo Mutti, den jungen Italiener. Und am Ende setzte sich die Erfahrung tatsächlich durch. Hochspannend, 5 Sätze und dann 12:11 die Führung für Heister. Und dann eben der laute Jubelschrei. Der in Anführungszeichen alte Mann hat es dem Jungen nochmal gezeigt. 2:1 Führung dann also für Düsseldorf. Das heißt, Bojan Tokic war stark unter Druck, musste gegen Patrick Franziska den Ausgleich herstellen und ja, schaffte das dann auch entsprechend laut der Jubelschrei hier von Tokic, vom Slowenen, dem dienstältesten Spieler beim ersten FC STT. Die Entscheidung musste fallen im 5. und letzten Einzel. Sharadka Malachanta gegen Adrian Matnee. Und der Franzose hier mit einem ganz tollen Punktgewinn zum 10:9, also zu seinem ersten Matchball in diesem Spiel. Reißt da die Arme hoch, nachdem er mit dem Seitschnitt da mit der Rückhand gepunktet hat. Und dann der Matchball und tatsächlich klappt's aus Sicht der Saarländer. Der erste FC STT entführt die Punkte beim Rekordmeister, bleibt damit weiterhin Tabellenführer der TTBL. Nochmal der Blick auf die Ergebnisse vom 5. Spieltag. Ochsenhausen gegen Grünwettersbach 3:0, Mühlhausen gegen Bremen 1:3, Grenzau verliert ganz knapp gegen Fulda Mabertzell mit 2:3, Berg-Neustadt mit dem Erfolg gegen Hagen 3:1 und Düsseldorf verliert knapp das Spitzenspiel gegen den ersten FC Saarbrücken TT mit 2:3. In der Tabelle sieht das folgendermaßen aus. Ganz vorne der erste FC STT als einziges Team noch ungeschlagen. Dahinter Ochsenhausen, Düsseldorf, Fulda Mabertzell, Grenzau und Berg-Neustadt. Die liegen alle eng beieinander.
Ab 7 geht es dann in den negativen Bereich. Bremen mit 4:6 Punkten, dahinter Hagen und auf den Abstiegsrängen im Moment Grün-Wettersbach und der Post SV Mühlhausen. So, und jetzt können Sie noch was gewinnen. Gewinnen Sie diesmal ein Originaltrikot des TTC Zugbrücke Grenzau mit den Unterschriften aller Spieler bei der Wahl zum besten Ballwechsel des 5. Spieltags. Unser erster Vorschlag: Ovidiu Ionescu gegen Bastian Steger. In der Wiederholung sehen wir es nochmal. Steger mit seiner bekannt berühmt-berüchtigten Rückhand und dann der Punktgewinn für den Mann aus Bremen. Unser Vorschlag 2: Steffen Mengel gegen Cedric Neutink. Mengel am Ende mit dem Fehler schlägt hier den Vorhandhausspin ins Netz. Wir gehen rüber zu unserem Vorschlag Nummer 3. Aus dem Spiel zwischen Düsseldorf und Saarbrücken. Sharad Kamalakhanta gegen Adrian Matmé. Der Franzose hier mit einem riesigen Jubelschrei, berechtigterweise. In der Wiederholung sehen wir es nochmal. Hier die Rückhand mit viel Seitschnitt durchgezogen und das bringt am Ende dann den Punktgewinn. Unser vierter Vorschlag: Simon Gossi und Joao Geraldo. Gossi am Ende hier mit dem Blockball über den Tisch kommt nach vorne, aber das klappt dann eben nicht mehr. Am Ende der Punktgewinn für Geraldo. Und unser fünfter und letzter Vorschlag: Masaki Yoshida gegen Ruben Filus aus dem Spiel zwischen Grenzau und Fulda Marbezeit. Unglaublich lange Rallye hier von beiden. Am Ende schlägt Yoshida daneben und Filus feiert in diesem Fall den Spiel- und Matchgewinn für sein Team. Also schreiben Sie uns Ihren Favoriten an gewinnspiel@ttbl.de. Mit ein bisschen Glück gewinnen Sie das Trikot von Grenzau.